Hallo Wohnmobilfreunde, wir sind Renate und Bruno und Tour. Und wir wollen uns heute die CMT in Stuttgart anschauen. Kommt einfach mit. Zuerst gehen wir in die Halle 9. Dort findet von Samstag bis Montag die Sondermesse Fahrrad- und Wanderreisen statt. Es werden viele verschiedene Fahrräder gezeigt. Hier seht ihr den Stand der Schweizer Fahrradmarke Flyer, einer der ersten Hersteller von E-Bikes. Es gibt hier sogar Fahrräder mit ABS-Bremssystem. Und der Reifendruck wird elektronisch überwacht. Die Radpalette ist sehr breit, vom Stadtrad bis zum Mountainbike. Auch ein Klapprad ist im Angebot. Hier wird uns gezeigt, wie schnell man das Rad zusammenklappen kann. An einem anderen Stand finden wir ein super leichtes Rennrad. Und auch solche Bikes werden gezeigt. Die Firma Hercules zeigt ein Klapprad mit Fazua-Antrieb. Bei dieser Lösung kann man Akku und Motor dem Fahrrad entnehmen. Auf der Bühne gibt es immer wieder Vorträge. Bei der Firma Velo de Ville kann man sich die Ausstattung des Rades individuell zusammenstellen lassen. Dieses Rad hat statt einer Kette einen Zahnriemen. Auch Velo de Ville hat ein Klapprad im Angebot. Jetzt geht es ans Probefahren. Als erstes habe ich mir ein leichtes Rennrad ausgesucht. Und dann teste ich ein Flyerrad mit Elektroantrieb. Nun schauen wir uns die Stände der Rad- und Wanderregionen an. Die Stadt Münzingen auf der Schwäbischen Alb hat einen Wohnmobilstellplatz und ein großes Radwegenetz. Das sind die verschiedene Farben sind die Tourennummern. Und die haben immer die E-Nummer. Das hat jetzt, das E ist einfach das Schild, wenn Sie sagen, ich, wow, die Tour Nummer 1 hört sich gut an, dann fahren Sie dem E1-Schild hinterher. Wenn Sie Ihre eigenen Räder ohne eine Navi hätten. Also nur nach dem Schild. Dann sind alle durchweg ausgeschildert. Oder Sie haben das dann, Sie laden das runter und haben es auf dem Navigationssystem Smartphone drauf. Und am Rhein entlang, wie Sie hier sehen können, gibt es
Gamsheim kennen Sie vielleicht, das sind die größten Schleusen Frankreichs. Rhein entlang hier bis nach Oppenheim, wo es das Outlet Center gibt. In Oppenheim, das sind so 120 Markengeschäfte, wo man sich einkaufen kann. Und 10 Minuten ist Suffenheim, das ist Stadt. Sie kennen wohl was? Kennen Sie da den Spielwein? Der Spruch natürlich. Ja. Ja, die südliche Seite. Da wissen Sie, es gibt viele andere Dinge, ja, natürlich. Ich zeige Ihnen auf der Karte. Flüsse sind hier, ja. Die Schurte, das ist diese, ja, ja, diese Strecke von Anfang, ja. Sie sind hier in Ballon nach, hier, das sind die Schurte. Und diese grüne Weg, diese Radweg. Also am Anfang, ich würde sagen, ja, das kommt von Nîmes. In einigen Jahren, Sie können nach Nîmes gehen, aber jetzt, Sie folgen der Ardèche bis hier. Aubenas, ja. Ja, und ein bisschen nördlicher von Aubenas. Das ist eine komplett neue, eine neue Radweg im Süden. Ja, genau, aber sonst eher sportlicher mit 9 Metern. Kanufahren. Ja, also okay, dann ich erkläre es Ihnen jetzt das Konzept vom Land einmal. Also es ist jetzt so, wir haben verschiedene touristische Regionen. Und hier befinden Sie sich gerade im Zentrum Westen. Kilometer mal, dann kann ich Sie gerne auch weiter an Uesling, das ist der Norden des Landes. Sehr viele Höhenmeter und aber auch sehr interessant, weil es wunderschöne Aussichtspunkte dabei. Das ist also Müllertal. Genau, Müllertal befindet sich dann auch dabei und da können Sie zum Beispiel auch die Müllertal Trail, 112 Kilometer, können Sie auch gerne mitnehmen. Wir haben es vor. Ja, super. Gut, super. Vielen Dank. Bitte schön. Wir haben hier unseren Müllertal Trail. So sieht es da aus mit zwei schönen Schatten, Felsen. Und Sie sehen hier quasi die Übersicht. Die Kollegin hat die Wege hier aus der Region vorgestellt. Jetzt sind sie weiter im Osten, das heißt näher an der deutschen Grenze dran. Viele, viele sind neue Camper und sie kennen unsere Produkte nicht. Und das ist schade für sie. Ich gehe lieber ein Bier trinken, dann viel zu bezahlen auf die Stellplätze, auf die Campingplätze. Und hier haben wir einen neuen Campingführer gekauft. Viel Spaß auf der CMT wünschen Renate und Bruno.